Und damit willkommen zurück hier bei Factorio. So, wir haben gekündigt, die Mauer. Die Mauer. Bitte einmal hierher. So, dann müssen wir... War das jetzt richtig? Yep. Gehen wir hier runter. Bis wohin müsste ich? Wir schauen mal. Das langt noch nicht einmal. Wenn wir aber so rüber gehen, das müsste definitiv langen. Oh. Okay, dass ich zu wenig Mauer habe, war mir bewusst. Dass ich so wenig Mauer habe, war mir nicht bewusst. Ich wollte gerade über die Schienen gehen, obwohl der Zug fährt, ne? Was war da drinnen, wenn nichts mehr drinnen ist? Ich weiß es nicht. Was soll, dass wir kein Holz mehr haben? Doch, Holz ist noch da. Wenn nicht, könnte man ja den Baurobotern nochmal Arbeit geben. Ja, ich hätte ja die Mauer hier mal raufziehen können erst, ne? Wir sind doch hier nicht ganz drinnen. Okay, das ist nicht so schön, aber... wird schon werden. Ich wollte gerade sagen, die roten Pfeile verfallen ja irgendwann, aber das ist natürlich nicht wahr. Wie wir ja an den Mauern, die wir da sinnlos noch irgendwo stehen haben, schon gesehen haben. Aber wir haben noch einen Roboterhanker dabei, also von daher sollte das alles gar kein Thema sein. Kriegen wir hier oben auch gut unter, wenn wir dann mal dort hinkommen würden und nicht an den Bäumen hängen bleiben würden. Bäume. Bäume sind deine Freunde. Was für eine Lüge. So, jetzt krieg ich die nicht richtig schön angeschlossen. Das ist natürlich blöd, ne? So. Machen wir den Baum mal weg, händisch. Ja, hier war mal unser altes, großes Eisenfeld. Mein Gott, ist das lange her, hä? Gut, dann holen wir gerade noch den anderen Roboterhanger und setzen den auf der anderen Seite noch, wo wir ihn brauchen. Ja, komm, wir nehmen beide mit. Er soll dann den einen nachproduzieren. Das ist ja nicht schlimm. Dafür ist es ja gedacht. Jetzt, Atle. Das müsste hier irgendwie hin. Und natürlich er im Weg ist. Das ist natürlich super. Ja, ich hab's verstanden. Das bist du natürlich erstmal weg. Jetzt kriegen wir hier zumindest, da die ganzen Mauern noch. Okay. Dann gib mir mal mein Auto her. Wir werden jetzt mal ein neues Eisenfeld suchen. Oh, vielleicht haben wir ja Glück und dort hinten ist noch ein bisschen was frei. Das wäre natürlich schon geil. Das würde mir ge... Sag mal, welcher Idiot stellt da aber auch eine Raffinerie hin, ja? Mann! Und wer darfst du da wegmachen? Echt mal. Ey, da könntest als ein Rappel kriegen, hey. Der, also. Mann, was für ein Idiot das war. Also. Da sind ja auch noch Mauern drin. Oh mein Gott. Hättet ihr den Idioten die Mauer nicht erstmal reparieren können? Pflaumenblöden, aber echt mal hier, das ist hier ja gar nicht. Wer? Den ganzen kannst du reinpacken, da. Gib mir mal die. Herr, das geht ja gar nicht. Jesus, Maria und Josef. Ja, das ist auch noch so ein bisschen blöde. Mauer kann nicht aufgenommen werden, das Spielinventar ist voll. Das ist natürlich blöde, wenn da die Mauern alle so kaputt sind, dann kosten die halt jeder ein Inventarplatz. So. Hätten wir das auch wieder mal aufgeräumt? Das Lager wollte ich immer aufräumen, ne? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ja jetzt Stein suchen. Das wollen wir auch machen. Auto. Da. Ich glaube, da weiß ich auch, was für eine Zusatzmod ich mir noch holen werde. Eine, mit der man Straßen bauen kann, dass ich einfach weiß, in welche Richtung man fahren darf und welche nicht. Macht Sinn, oder? So, haben wir jetzt hier oben. Da kriege ich aber keine Mine hin. Und wenn, dann kriege ich sie nur so blöde hin, dass ich da nicht alles wegbekomme, ne?
Das ist auch noch mal ein bisschen Stein gewesen. Ich habe es gesehen, aber gefühlt mir nicht so. Und da Owe brauche ich nicht gucken. Okay. Das ist ja nicht ganz so toll. Lalala. Aber was mir auffällt ist, ja, ich bin ein Meister, wo es, wenn er es verschreit, gleich die Rechnung bekommt. Aber egal, ich bin begeistert, dass keine Aliens mehr angreifen. Ja. So, jetzt müsste eine gigantische Welle kommen, mich einfach vernichten. Wir nehmen hier einfach mal die Mauer mit. Oh, Moment mal. Also so haben wir nicht gewettet, ne? So nicht, mein Freund. Na, hier weg, da weg. Na, super. Kriege ich die überhaupt alle in mein Inventar? Ich meine, so beschädigt, wie die stellenweise sind, würde es mich nicht wundern. Wenn gleich kommt, Spielerinventar ist leider voll, mein Freund. Ich bin gerade am überlegen, ob das da Stein ist, aber ich glaube, das ist eher Eisen. Ja, das wird halt dann bei einer der Mods, die ich natürlich mitbenutzen möchte, eine interessante Angelegenheit, weil bei der gehört Stein eher mit zu den wichtigen Ressourcen. Allerdings gibt es da natürlich eine Möglichkeit, dann natürlich an den Stein ranzukommen, ganz klar. Ansonsten würde ich wahrscheinlich die Mod auch gar nicht nehmen. Allerdings, es ist halt ein bisschen schwierig. Weißt du was, ist auch mir egal. Ja, Roboter, die können das reparieren, ja? Wenn sie da nicht hinkommen, selber schuld. So. Gut, ich zahle die Rechnung, ne? So. Jetzt habe ich schon wieder alles aufgebraucht, ist ganz klar. Wie tief ich gesunken bin, hier meine eigenen Mauern zu reparieren, ha? Naja, gut, aber deswegen jetzt einen Roboterhanger da aufzubauen, nur damit die das hier reparieren. Naja, das wäre jetzt übertrieben, ne? Definitiv. So. Sehr schön. Ich bin aber begeistert. Normalerweise lasse ich mich gerne immer wieder mal vom Zug überfahren. Ja, ich weiß, ich sollte es vielleicht nicht verschreien, aber... Pff. War gerade im Überlegen, Roboterhanger oder Pumpgun. So. Die Frage hat sich, glaube ich, damit erledigt, oder? Sehr schön. Ja, toll. Ich wollte gerade sagen, ich lasse das Ding abreißen, aber wie oft sind die jetzt da schon durch, ne? Und ich bin immer noch nicht weitergekommen, was mein Eisen angeht und Stein angeht. Und vor allem, wo ich mein Auto wieder gelassen? Ich weiß, dass ich eins im Inventar habe, aber ich will nicht, dass hier schon wieder ein Auto rumsteht. Hätte ich das da oben stehen lassen und bin zurückgelaufen? Ist es das da? Nö. Ja, Stein. Wie viel ist denn das insgesamt? 4500. Ja, gut. Was für eine Alternative habe ich? Eben keine. Kannst den Anbieter just reinmachen, ist ja egal. Einmal raus in die, nicht in die Fabrik, in den Ofen. Einmal raus. 1, 2. Na? 1, 2, 3. So, mal schauen, ob das passt von der Entfernung her. Fabrik da. War ja klar, dass die nur zwei lang sind. Das war so klar, ja? Das war so klar. Seit wann sind die auch drei, ne? Jetzt nehmen wir doch das Auto. Wir nehmen Schadenserhöhung Laserstufe 3. Und ich wollte gerade losfahren, aber es ist mir noch aufgefallen. Hier fehlt noch Strom. Mauern. Kohle. So. Ich würde sagen, wir suchen einfach noch ein weiteres Kohlefeld. Ich meine, das kann es ja nicht sein. Hab ich Ofen dabei? Nö. Das bedeutet, an die Kiste ran und schnell noch einen Ofen organisieren. Ich habe noch ein paar tausend Backsteine da, aber ich glaube, die lasse ich mir.
Oh, ist doch wieder einer über den Masten gefahren. Ist mir egal. Ich sag das so lange, mir ist das egal, bis ich dann wirklich über den Masten drüber fahre, den ich dann nicht mehr im Inventar habe. Im Inventar? Was hat mein Inventar damit zu tun? Dass ich genau über den Masten drüber fahre, der dann nicht angeschlossen ist. Aber der Sklave ist ja unterwegs. Danke sehr. Also hier habe ich den Masten überfahren. Da muss doch das Auto auch sein. Okay. Ich glaube, das war sogar das da hier. Ja, ich entsinne mich. Wupp. Und solange das nur so billige Dinge sind, die ich da immer wieder kaputt fahre, soll mir das egal sein. Aber wünschenswert ist das nicht. Aber mal ganz ehrlich, normalerweise müssten... Was bringt mir das eigentlich, was ich jetzt gerade vorhabe? Ja, ich habe ja einen Denkfehler, ne? Hm. Was nutzt mir das jetzt, da unten was aufzubauen? Gar nichts. Genau. Ich brauche Strom dort unten. Allerdings bin doch nicht verrückt und fülle das hier mit meinem teuren Strom von hier oben. Aber ganz anders da. Anhalten. Danke. Wir nehmen mit. Naja, nicht das da. Wir nehmen... Nein, nicht die da hier. Wir nehmen mal 25 von denen mit. Wir nehmen davon mal ein paar mit. Wir nehmen davon ein paar mit. So. Ja, schön. Hab ich Lasertürme? 5 Stück lang, 5 Lasertürme. Hab ich im Inventar welche? Nö. Hab ich einen Bauroboter in meinem Inventar? Jupp. Steig aus. Warum kriege ich eigentlich keine Lasertürme? Weil ich Lasertürme hier oben nicht eingestellt habe. Ich habe es verstanden, eure Lordschaft. So. Achso, ja, ich wurde das schon mal gefragt. Keine Ahnung, wie er in das Flugzeug kommt. Ich habe wirklich null Ahnung. Also, Auto aufrüsten, ja, wie, hä? Keine Ahnung. Ich könnte es ercheaten. Allerdings, nein, mache ich nicht. Wenn man es nicht bauen kann, wird es nicht genutzt. Aber man könnte es sich ercheaten. So. Ey, guck mal, ich habe ein Auto gefunden. Hey Mann, wo ist mein Auto? So, wie man sich Sachen ercheatet? Naja, einfach über die Konsole, ne? Ich weiß jetzt nur nicht, welche Taste das für die Konsole dafür da ist, aber ich nehme mal an, es ist die Zirkunulum-Taste. Ach, herrlich. Naja, wahrscheinlich ist das jetzt mittlerweile schon so altbacken, dass jeder eigentlich weiß, was die Zirkunulum-Taste ist. Wenn nicht, dann erfreue ich mich mal darüber, dass ich mal etwas weiß, was andere vielleicht nicht wissen. Aber höchstwahrscheinlich ist es so, dass man es wirklich weiß, was es ist. Stopp. Wir machen das mal ganz effizient, würde ich sagen. Ha? Zwar ohne Zuglinie, aber wir machen es mal so gut es geht effizient. Also sprich, wir versuchen nochmal alles abzugreifen. Für Stein, ja? Versteht ihr? Für Stein. Oh mein Gott, ich bin so blöd, ne? 10.000, nicht mehr die 13.000, aber egal. Die 10.000 sind die 13.000 von heute. Bitte hierhin, dann das Ganze natürlich einmal. Ja. Ich war jetzt gerade am Überlegen. Es geht ja nicht anders da. Hier in diese Kiste hinein. Von dieser Kiste hinein geht es in diesen wunderschönen Lichtbogenofen, der auch schon heute ihrer sein könnte, wenn sie dieses Spiel spielen würden. Danach lassen wir alles in eine weitere Fabrik hineinfügen, die wir an dieser Stelle hin positionieren. Und die Fabrik ist natürlich nicht, wie ich gesagt habe, 2x2. Sie hat ja 3 Eingänge hier für diese Dinger hier. Also ich sehe schon 3x3. Ich habe wahrscheinlich dann vorhin einmal nur verzählt, was eine tolle Angelegenheit ist. Also so blöde, wie ich dachte, bin ich dann auch wiederum nicht. Wir packen hier nochmal einen Knicker am Roboter hin. Schrauen uns nochmal eine schöne Kiste, am besten eine Lagerkiste, damit das Logistiksystem, das hier überhaupt nicht existiert, überhaupt nicht erst in Bredouille kommt. Wobei, ob ich da jetzt eine Lagerkiste oder Anbieterkiste hinbaue, ist in solch einem Fall vollkommen egal. Wir setzen hier einen wunderschönen und sexy Strommasten auf. An dieser Stelle ebenso. An dieser Stelle ebenso. Und nun nehmen wir unser sexy Blueprint und sagen,
Bitte einmal hierhin. Hocken uns in das Auto, fahren es mal ganz kurz zur Seite, weil die Dreckskarre im Wege steht, töten den Baum, setzen das Ganze noch einmal auf, weil ich bekloppt bin und nämlich wie diese Rezepte nicht auswendig lernen kann. Dann machen wir das einmal so. Einmal so. Ey, du hast falsch. So. Und so. Natürlich habe ich viel zu wenig Materialien mitgenommen, weil ich einfach ein geiziger kleiner Hammel bin. Aber hey, wen kümmert's? Mich eigentlich, weil ich nämlich jetzt dann gleich wieder nach oben fahren muss. Und wenn ich mich hier weiter verbaue, kriege ich echt einen Rappel. So. Habe ich eigentlich genügend Umspannwerke dabei? Wie viele denn? 6 Stück? Ja, davon nehme ich so viele mit, ne? Oh mein Gott, Strom. Der kann weg und der kann weg. Und viel da. Es läuft. It's alive. Sehr schön. Das Tolle daran ist, dass wenn ich es jetzt gescheit anstelle. Chip, chip, chip. Und so aufbaue, dass ich am Schluss überall noch hinkomme. Wir eigentlich nur ein paar Umspannwerke benötigen, sowie Dingens, Teilenskörchen, Gedöns, Dinge da, ne? Solarpaneelen und Akkumulatoren, so. Laser lassen wir einfach mal da links liegen. So, sehr schön. Hi, also ihr kleinen, mistigen Ratten. Dürfte ich mal erfahren, von wo ihr herkommt? Ich wollte gerade sagen, da brat mir einer mal einen Storch, ne? Guck mal, wo kommen die her? Hallo? Guck mal, das ist doch... Das kann nicht deren Ernst sein. Komme ich da durch? Yes! Das gibt's doch gar nicht. Also, da habe ich sie aufgegriffen, ne? Also. Na, ihr seid Mann. Also, ich will. Wo kamen. Also, jetzt echt mal. Also. Das sind bestimmt die, die mich die ganze Zeit schon trollen. Komm schon, das kann es doch nicht sein. Hier ist doch wirklich überhaupt nichts mehr. Da ist nichts mehr, ja? Nirgends mehr was. Und nicht mal Weltfrieden ist hier. Kommt ihr etwa aus diesem Nest dort unten? Hä? Ist das euer Zuhause da? Hui, hui. Hui, hui für ein A-Pum-Pum-Pum, ja? Blöden Viecher da. Ah, so. Die nächsten. Und nein, ich bin nicht gut drauf. Bin gerade ganz, ganz, ganz nett nicht drauf. So. Ihr wollt auch noch? Ihr dürft auch noch. So. Jetzt hier ausrotten. Wenn das die echte hier unten gewesen sein. Glaube ich jetzt aber irgendwie nicht so wirklich daran. Na, nicht mal dieses Nest, was da an der Stelle war. Das ist viel zu weit weg von der Verschmutzung. Komisch. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie haha komisch, sondern so eher merkwürdig komisch. Müsste hier so eine Möglichkeit geben, diese Laufwege, die diese Aliens haben, ein bisschen mit aufzählt, ne? Oder aufzeigt zumindest. Sind das denn eigentlich für 3 blaue Punkte? Ist da Wasser gewesen? Ich hab's übersehen. 3 blaue Punkte. Nö.
Hm. Vielleicht verschaue ich mich da einfach nur, das kann gut möglich sein. Ich sehe da als Farben, die gar nicht da sind. So. Aus Rache einfach mal das Auto verdichtet. Warum? Weil es geht. Okay, wir brauchen Lasertürme, wir brauchen noch Solarzellen, wir brauchen noch ein paar Akkumulatoren. Dann kriegen wir die Basis dort unten dann auch am Laufen. Mal schauen, ob wir es hinkriegen, dass sie auch nachts überläuft. Das wäre schon nicht schlecht. Wobei, wenn es das Feuern anfängt, denke ich eher nicht. Hm. Also das ist schon eine Sache, die mich jetzt gerade echt wurmt. Einfach, weil es so von meinem Verständnis her keinen Sinn ergibt. Ja. Das da. Gib mir mal das her. Komm, wir können ja mehr mitnehmen. Das ist ja egal. Das können wir da oben reinpacken. Das ist uninteressant. Lasertürme. 50 Stück in der Tasche. Passt soweit. Okay. Zwischenbilanz. 19 und 27. Da wird nichts produziert, weswegen? Prozessor Units. Hallöchen. Die Kiste ist auch schon leer. Kupfer? Kupfer? Lieber Kupferzug. What do you are marking? Na? Ist er zu weit weg? Okay, dann ist er zu weit weg. Er ist leer, sehr schön. Wird der leer, ist die Frage. Es sieht aktuell eher fast ja aus. Und was wir aber in der Zwischenzeit machen könnten. Wir haben mal eine neue Radaranlage. Mach mal hin. So. Ach, das. Jetzt weiß ich wieder, welches Spiel da ging. Genau. Weil ich mache derzeit Train Fever und habe mich dann so gewundert. Hä? Sag mal, hat man nicht Schienen über Kreuz legen können? Aber ich glaube, Factorio ist so das einzigste Spiel, wo das geht. Ne? Also, bin noch so ein bisschen im Überlegen. Simutrans? Ging es, glaube ich, nicht wirklich. Ja, das sieht natürlich schlecht aus hier oben. Ja, was heißt schlecht? Eigentlich ja nicht wirklich schlecht. Nicht wirklich schlecht. Mal her. Ja, hier trennen wir ja dann eh schon ab, wenn es voll werden sollte. Mir kommt das irgendwie gerade komisch vor. Ja, aber Strom haben wir genügend. Machen könnten wäre hier noch ein bisschen beschleunigen. Na gut, wenn alle Stricke reißen, müssen wir halt noch eine weitere Kupferlinie anschließen. Wobei, ja, ein bisschen Overkill. Bin mir nicht so sicher. Ja, fahr mal weg, Zug. So. Hier rum. Da lang. Wir haben eigentlich ja... Warum habe ich da eigentlich das Band so weit rausgezogen? Ich glaube, ich wollte einen Rundkurs machen, gell? War mal so die erste Überlegung für das Spiel hier. Und dann haben wir gedacht, ne? Oh, ich habe keine blauen mehr? Wahnsinn. Dich kann ich sparen. Setzen wir dich dahin. Wobei, da habe ich auch noch mal einen. Komm du mal her. Aber da kriege ich jetzt so nicht wirklich mehr einen unter. Könnten da mal gerade was fix machen.
Das war ja klar, dass ich von den Dingern da gar nichts mehr dabei habe. Kann ich einen bauen? Dann gib mal halt einen schnellen, das ist mir jetzt egal. Machen wir hier noch ein Untergrundfließband. Ja, erhöhen wir mal die Begleiteranzahl. Ach Gottchen. Wie viel ich von denen da noch in der Tasche gehabt habe. So. Machen wir das anders da. Setzen wir den einfach mal gerade da rein. Wie sieht das jetzt aus? Verteilt sich das jetzt etwas mehr? Schwierig. Roboterhangar hätte ich dabei, allerdings keine Bauroboter, weswegen es dann keinen Sinn macht. Könnte sich knapp ausgehen. Aber nur ganz knapp. Von daher. So. Ah, schade. Das hat mir eh nichts genutzt, weil wir müssen ja eh irgendwie da ziemlich weit rüber. Also wenn wir jetzt da nicht mehr angegriffen werden sollten von unten, war das tatsächlich da unten das Lager, aber das kommt mir so surreal vor. Komisch, da oben hätten wir auch noch Kupfer, das könnte man natürlich auch noch ein bisschen mit anschließen. Wenn es unbedingt nicht nur, wenn es anders nicht gehen sollte. Halt! Bitte so. So. Und. Kann es sein, dass ich den da hier falsch gesetzt habe? Irgendwas passt da gerade nicht so wirklich, ne? Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, das wird da oben das Nest sein. 1, 2 und 3. Da, 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 da. 3. So. Das läuft schon wieder ganz langsam. Ups, das wollte ich jetzt nicht machen, aber naja. Shit happens. Bin ich zu blöd, die Dinger hier aufzubauen, oder was ist? Gibt's doch gar nicht. Das war als Witz vorhin gedacht, ne? Das war wirklich nur ein blöder Witz. Aufbau könnte ich selbst im Schlaf. Vielleicht schlafe ich auch und weiß es nur nicht. Schlafwand aufnehmen. Genau. So. Na. Gibt doch. Mann, 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 Mann. Das spitzelt aber ganz schön. So. Dann hätten wir das da. Dann ein paar Laser. Ich würde sagen, machen wir die mal so. Na. Das war falsch. Hallo. Bin ich hängen geblieben. So. Drei. Ich muss ja dran denken hier, oder? Ja, ich muss ja dran denken, doch das war schon richtig angefangen, dass hier unten natürlich nicht so viel Strom gespeichert wird und hier unten die Verteidigung dann eher marginal ausfallen sollte. Wir haben jetzt schon Akkumulatorenstrom gerade gebraucht. Das lässt natürlich zu wünschen übrig. Das lässt natürlich wirklich zu wünschen übrig. Ja, da machen wir halt doch ein paar Stromnetzwerke da. Was soll's? Ich würde sagen, hier an die Ecke einfach einran. Hier oben machen wir dasselbe. Einfach mal an die Ecke ran. Jedes Mal, wenn hier die Erzförderer anfangen.
Oh mein Gott. Wir können natürlich mal nachschauen, was wir hier so an Strom produzieren. Okay, die Energieerzeugung geht. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, die Frage ist natürlich nur, die geht uns da unten der Saft aus oder eben nicht. Ein paar Mauern hätten wir, die nehmen wir auch mit. Habe ich das Auto eigentlich eingepackt? Nö. Ja, warum auch, ne? Warum sollte ich auch das Auto einpacken? Puh. Und wir sind so schnell unterwegs zu Fuß, da passt es dann schon. Ja, darauf bringt es natürlich nichts. Ich könnte mir jetzt hier eine Schneise durch den Wald schießen, aber... Nee. Bekleideranzahl der Roboter. Gerne doch. So. Aber wir wurden jetzt echt schon... ganz selten noch angegriffen. Das gefällt mir. Also, wenn das die hier wirklich waren, dann soll es mir jetzt nicht verkehrt sein, ja? Also, das nicht, nicht unrecht sein. So, wird ein Schuh draus, aber ein bisschen komisch ist das schon. Ich habe die Radaranlage gebaut, aber ich habe sie oben bestimmt nicht aufgebaut, ne? Naja, da kommt ihr recht nah nach oben. Oh. Das ist natürlich die Frage, wozu ich hier noch die Mauer baue. Gute Frage, nächste Frage. Da ist Stein eh schon wieder alle. So. Na. Und lass mal noch abgehen. Radaranlage. Dieses Mal vergesse ich sie nicht. Und. Genau. Ich war wahrscheinlich so drauf fixiert, hier das mit dem Eisen zu reparieren. Ja, rein theoretisch brauche ich ja dann den nicht, ne? Das war ja da ein dummer Gedanke. Ich bringe die Hälfte auf das Band hier, von dem Band darüber und die Hälfte wieder rüber zu. Na, das war ja wirklich scharf nachgedacht. Ich bin wirklich der Sherlock Holmes, der... Gott, nein. Bei weitem nicht. So. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt langsam aber sicher hier mal läuft. Hier wollte ich nachschauen, genau. Da kriege ich das nicht hin. Da ist es genau gespiegelt hier bei der Schräge. Komischerweise, ne? Gehe ich jetzt... Ah, ich Idiot. Nö. Aber wenn ich das hier mache, ist es richtig. Ja, Logo, ne? Weil das Äußere soll ja runter. Ich kann es aber mit RA nicht drehen, ne? Also drehen schon so, ne? Aber ich kann, wenn es hier am Gleis ist, ich müsste es tatsächlich dann hier so in der Mitte machen. Dann würde es wiederum gehen. Also ich demonstriere es mal, wie ich meinte eigentlich, ne? Ich müsste hier halt wirklich eins Platz lassen. Das hätte ich machen müssen. Na ja, gut. In Ordnung. Mein Gott, das sind halt mal so Fehler. Die dürfen auch mal mir geschehen, denke ich. Nobody ist unfehlbar. Okay. Wir packen hinein diese Teile. Diese Teile. Da können wir dann mal einen Haufen Schrott hier hineinpacken. Den Fisch lasse ich trotz alledem in meiner Tasche. Das darf rein. Sprengstoff packen wir auch mal rein. Kann ich Sprengstoff eigentlich so werfen? Ich habe das nie ausprobiert. Es ist natürlich echt schlau, das hier in meiner Basis auszuprobieren, oder? Hey, funktioniert diese Bazooka? Weiß ich nicht. Probiere sie mal in diesem geschlossenen Raum aus. Oh yeah! Eine geile Idee. Man kann es nicht empfehlen. Man kann es nicht empfehlen. Also ich würde es nicht machen. Nein, danke. Der Knall reicht eigentlich schon im freien Gelände. Ha. Kupfer. Ja, ist jetzt so die Frage. Kupfer. Wir brauchen wesentlich mehr Kupfer. Ich denke, wir werden das nächste Mal einfach nochmal eine weitere Kupferlinie mit anschließen. Wir kommen nicht drum herum.
28, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Zu 21 geht eigentlich die gute, knappe Hälfte hätten wir. Wir werden das Logistiknetzwerk gerade mal etwas ausweiten. So. Bis ungefähr... Na, kriege ich da mal einen Punkt zum Andocken? Dahin. Das machen wir noch fix, dass das einfach schon erledigt ist. Auch wenn ich das da jetzt gerade mal ganz hässlich verlege. Nur um danach zu sagen, okay, gefällt mir nicht, ich reiße es doch wieder ab. Ich bin ein Held. So. Passt das Ganze. Jetzt grasen wir hier. Ja, die Schienen bitte nicht wegmachen. Hier oben den ganzen... Oh, aufpassen, nicht, dass ich wieder den Roboterhanger da wegmache. Das wäre sehr ärgerlich. So. Wir werden dieses Erzfeld nochmal anbinden. Ich bin am Überlegen, will ich es per Zug machen? Ich meine, es wäre jetzt ein einfaches, den Zug hier rausfahren zu lassen. Auf der anderen Seite. Mein Gott, das Feld ist da drüben. Wir werden es hier runterfahren lassen. Darüber per klassisch abbauen. Oder Zug. Ich werde es mir noch überlegen. Ich werde es mir noch überlegen. Ja, ja. Ja, ich überlege mir das in Ruhe jetzt einfach. Das macht jetzt keinen Sinn, mir jetzt da gerade den Kopf drüber zu zerbrechen. Das einzige, was ich gerade mal mache, ist, weil ich Bedenken habe. Oben noch eine weitere Lagerkiste mal aufzubauen. Dahin. Noch eine weitere, damit es gut aussieht. Auf der anderen Seite. Gut, okay. Dann würde ich sagen, dann sage ich auch einfach, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Baba.